Wir sind Mach's halt. Und das ist der Fahrzeugcheck. Servusle, heute haben wir vom Domi seinen Audi A4 da. Da wollen wir ein wenig was reparieren drauf, wie es halt meistens so ist, wenn Leute zu uns kommen. Und vorab jetzt erst einmal zum Auto an sich. Ist ein Baujahr 2000, Audi A4, 1,8er Turbo und ja, wie man sieht, ein bisschen was gemacht da drauf. Und echt ein schönes Auto. Hat eine andere Räder drauf, Bremsen, so wie es sich, die sagen, sind gelochte Bremsscheiben, auch nicht mehr original, aber natürlich alles altrang. Auspuffanlage hat er mal gesagt, da ist auch ein bisschen was gemacht, 70er Rad drunter, ne? Genau, das ist eine Fox Edelstahl Komplettanlage, 70 mm durchgängig, abcut. Teils vorne selber zusammengeschweißt, nochmal Kleinigkeit noch. Ja, ein bisschen nachbessern muss man immer, ne? Genau. Das ist halt so bei Tuning, da passt nie alles hundertprozentig. Ja. So, dann kommen wir zum besten Stückler an dem Auto natürlich, wie es bei meisten Autos ist, zum Motor. Wie vorhin schon erwähnt, 1,8er Turbo, ein bisschen was drauf gemacht, leistungsoptimiert, mit Chip-Tuning, knapp über 200 PS. Aber mit Sicherheit trotzdem haltbar, weil das können die Motoren locker ab. Unter anderem wurde abgeändert für mehr Leistung, ist dann auch zwangsläufig. Anderer größerer Ladeluftkühler. Geänderte Luftansaugung. Der nimmt jetzt da seine Frischluft. Und da muss er auch Gitter davor, nicht dass er irgendwas aussaugt, was nicht reinkommt. Sehr schlecht, ja. Da innen im Innenraum, für das Fahrzeugalter, ist ja doch immerhin schon 21 Jahre alt, muss man sagen. Super gut ausgestattet für die damalige Zeit. Mit Lederausstattung, hat ein Navi schon drin, Klimaautomatik. Also da hat damals derjenige, der sich das neu bestellt hat, das Fahrzeug, so ziemlich überall den Haken gesetzt und gesagt, jawohl. Das brauche ich, das will ich haben. Sitzheizung. Standheizung. Standheizung. Was will man mehr, ne? Vor allen Dingen vor 21 Jahren, da war ja das definitiv nicht Standard. Mit einer passend zum Fahrzeug Außenfarbe natürlich, eine grüne Lederausstattung. Was bei dem Fahrzeug natürlich einwandfrei passt. Ja, schönes Auto. Danke Dominik fürs Vorstellen. Er fährt jetzt runter in die Werkstatt, dort kriegt er nämlich neue Achsmanschetten. Wen das interessiert, der kann das im Werkstattvlog verfolgen, da
wird uns der Meister Stefan was über Achsmanschetten erzählen. Ansonsten denkt dran, kein Alkohol am Steuer. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt den Abo-Button, ist kostenlos. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt geil, Leute.